Donnerstag, 29. Dezember. Im 4. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 19 steht: Sollte Gott etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Der zweite Korintherbrief, das zweite Wort für diesen heutigen Donnerstag, im 1. Kapitel, Vers 19, heißt es: Jesus Christus war nicht Ja und Nein, sondern in ihm ist das Ja Wirklichkeit geworden. Er war nicht Ja und Nein, sondern Ja. Und noch von Philipp Picard, ein Vierzeiler, im Gesamtbuch nachzulesen unter der Nummer 374. Also in der Strophe 2. Er ist ein Fels, ein sicherer Hort. Und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftes Wort verlassen und ihm trauen. Er hat's gesagt, und darauf wagt mein Herz es froh und unverzagt und lässt sich gar nicht trauen. Und lässt sich gar nicht trauen.